Ich muss auf jeden Fall dran denken, dass dann da diese Ranken mitten im Weg sind, die ich eben nicht gesehen habe. Damit wir jetzt nicht nochmal sterben. Und dafür wäre es halt schon gut, wenn wir Astarion dabei hätten. Den alten Halunken. Dann wären wir nämlich auch zu viert. Dann hätten wir einen, der angreifen kann, mehr. Und dann wäre es ein bisschen ausgeglichener. Vor allem, weil ich eh noch super low bin. Wobei ich das Gefühl habe, mit den Quicksaves bin ich schon 100 Mal besser, weil ich einfach ja mehr Optionen sozusagen habe. Jetzt reicht es aber langsam mit diesem langen Laden. Könnte sich mal langsam ein bisschen irgendwie regulieren hier. Mach mir mal nebenbei was zu trinken in mein Glas. Okidok. Ach ja, die Ranken. Da war ja was. Okay, ich will nur mal ganz kurz. Ich weiß, es ist voll der Umweg jetzt und so. Mich hier hin teleportieren und nochmal mit ihm reden, ob wir ihn vielleicht jetzt einsacken können, nachdem wir einmal tot waren. Warte, wo ging das lang? War das richtig? Ja. Ziemlich genau gerade durch. Oh. Im Idealfall nicht durchs Feuer. Das war richtig dumm. Bitte, lass mich mit ihm reden. These boots have seen everything. Wir versuchen es nochmal. Ja, da klappt es. Ich verstehe das nicht. Hello again. Still alive, I see. Sind wir irgendwie gesplittet oder so? Gruppenmodus wechseln? Man kann ja hier irgendwie Gruppenfenster. Man kann ja hier einstellen, dass man gesplittet ist und dass man einzeln ist oder so. Ich weiß jetzt nicht, was wir machen. Man kann ja extra die Gruppe aufteilen, damit man sozusagen jemanden ansprechen kann und dann hintenrum ihn bestehlen kann. Sowas. Dafür kann man halt die Gruppe splitten, aber ich verstehe nicht. Gruppenfenster. Oh, das habe ich auf jeden Fall schon mal gesucht. Huch, was ist das? Das sieht richtig gut aus. Ich glaube, das sollte nicht so sein. Aber ich weiß es auch nicht genau. Ah, mein Gott, jetzt kommt die Szene mit dem Futz in diesem. Deswegen ist es buggy, weil der nicht kam. Deswegen bin ich da irgendwie noch stuck in dieser Szene. Wir stehen zwar jetzt draußen am helllichten Tag, aber jetzt muss dieser alte Typ da rauskommen, der nicht kam. Oh Mann. Also ich glaube, der fliegt nicht hier draußen rum, aber ich finde es gut, dass jetzt die Szene kommt, dass wir dann den alten Typen haben. Und vor allem, dass wir dann hoffentlich danach auch gleich wieder mit allen reden können. Mann, der geht einfach auf nix. Er landet auf Luft. So he has spoken, and so thou standest. Okay, ja, das hat er schon immer. Now, du hast eine I have Frage. A question for thee. What is the worth of a single mortal's life? Das hat mir, glaube ich, zuerst gesagt. Wilt thou answer my question? So, er stellt die gleiche Frage I ask nochmal. Again, what is the worth of a single mortal life? Ich glaube, das hat sure, mir gesagt, ne? Von den Taten hängt das ab. Gut, damit bin ich zufrieden. Und dann sagt er, wir sehen uns in 100 Jahren nochmal wieder oder so ähnlich. Er geht nicht mal mehr, er fliegt einfach nur. Aber können wir jetzt wieder reden? Ja! Fixed! Von alleine! Ah, hello again. Still alive, I see. Mann, guck mal. Wir sollten gemeinsam reisen. I was ready to go this alone. But maybe sticking with the herd isn't such a bad idea. And you seem like a useful person to know. Useful right. Person? I accept. Lead on.
Ja, sehr nice. Dann haben wir ihn jetzt auf jeden Fall dabei. Ich wollte mal gucken, das habe ich die ganze Zeit schon gesucht, sowas, wo man alle zusammen sieht, dass ich hier auch Inventarsachen hin und her schieben kann. Denn ganz oft wollte ich hier schon irgendwie irgendwem Sachen geben und wusste nicht, was hat der schon an und was für Rüstung macht überhaupt Sinn und so. Was stand da dran? Im Umgang mit schwerer Rüstung ungeübt. Die sind alle ungeübt damit, oder? Trägst du diese Rüstung, so erhöht dies zwar deine Rüstungsklasse, aber deine mangelnde Übung bedeutet, dass du bei einigen Würfen im Nachteil bist und keine Zauber wirken kannst. Okay, das klingt nicht so richtig gut. Kann ich die da in die Offhand legen? Oh, guck mal, wir haben sogar... Du nutzt automatisch deine Bonusaktion, um einen Zweihandangriff auszuführen, sofern du zwei Waffen führst und diese Option nicht deaktiviert ist. Guck mal, wir können das ausstellen. R. Ich habe R gedrückt, aber das geht nicht. Keine Ahnung, wo ich das hätte drücken müssen. Inventar und Ausrüstung. Es blendet mich hier schon wieder meine Lampe. Okay, guck mal. Ist das eine Zweihand? Zweihändig, da unten steht das. Okay, Zweihand wollen wir nicht. Er hat doch hier so 0 bis 7. Wir haben da nichts Besseres für, ne? Ja, ich fürchte, dann müssen wir das halt einfach so hinnehmen. Geige. Das ist eher was für Barde, würde ich mal schätzen. Was haben die hier? 13, 10 und 11. Er hat nur 10. Kann er das hier haben? Ja, guck mal. Schnieke angezogen, der Gute. Okay, okay, okay. Er kann noch Stufenaufstieg kriegen. Das haben wir mit den anderen ja schon gemacht. Dann machen wir doch da direkt mal mit. Oh, was musste ich da machen? Das konnte ich einfach nur annehmen. Na super, das ist ja praktisch. Dann muss ich mich für nichts entscheiden. Bei dem Hexer musste ich mich schon für irgendwelche Sachen entscheiden. Das war ein bisschen schwieriger. Wir könnten mal hier rasten, ne? Einmal habe ich das heute schon gemacht, als ich angefangen habe, den Chart zu erstellen und zu spielen und so. Vielleicht kann ich... Ach, das hebe ich mir eigentlich lieber für den Kampf auf, ne? What am I to do? Die hat gar keinen mehr, ne? Das ist schlecht. Wie kann ich das... Kann ich das irgendwie splitten? Ja, guck mal. Sie kriegt mal 2. Und dann kann sie mal einen benutzen. Und hat dann noch einen für irgendwann anders. Okay, dann sind wir jetzt hoffentlich besser gewappnet für diesen blöden Kackkampf. Ich muss auf jeden Fall jetzt mal quicksaven, denn wir haben endlich den verdörrten Typ da, verderbten, ich weiß gerade nicht mehr, wie er hieß. Aber dann können wir ja jetzt, das war... Da, ne? Und dann müssen wir darum gehen. Ja, ich glaube, das ist... Da mal kurz hinreisen. Dann geht das nämlich jetzt auch. Und dann haben wir jetzt hoffentlich bessere Chancen. Und wir können ja mal von hinten kommen. Dann sind wir ein bisschen, ich glaube, ein bisschen im Vorteil, weil wir nicht diese... Obwohl, vielleicht haben wir dann noch schlimmere Ecken. Mal schauen. Ich weiß gar nicht, was er so für Sachen kann. Ich habe das schon wieder... Naja, egal. Leave it. And when the goblins ally with it, we'll be on the road to Baldur's Gate. Don't be naive. When this thing strikes, there will be no soldiers to protect you. This isn't Tal Terrell. Voll gut. Ich habe nicht gelesen, was da steht. Ich war irgendwie gerade ein bisschen verwundert, weil sie hier auf einmal reinkam. Das ist ja die, die wir von oben vom Schiff kannten. Warum ist er denn zuerst dran? Er hat wahrscheinlich am meisten Initiative, ne? Verstecken, Spurt. Erstmal 45, 45. Warum macht das nur so wenig Prozent? Naja, dann machen wir das. Fehlschläge helfen nämlich gar nicht. 4 ist besser als nix. So, warte mal, was kannst du denn noch? Verstecken, stoßen, springen.
Ich spring mal irgendwo hin. Kannst du darauf springen? Vielleicht hilft mir das. Ich weiß noch nicht wofür, aber vielleicht hilft es. Oh, 5 war ganz schön viel. Und der Rettungsruf war erfolgreich. Wow, jetzt übertreibt man nicht. Okay, warte. Ist der andere da oben? 16, niedere Position. Was können wir denn noch? 1 bis 8, 1 bis 10 macht das 65. Was hatten wir damit? 55. Bei ihm ist tatsächlich also der Zauber besser oder vermeintlich erfolgreicher. Okay, was können wir noch machen? Heiltrank, springen. Können wir hier hoch? Geht nicht, ne? Aber da können wir hinhüpfen. Warte mal, wir hüpfen mal. Wo hüpfen wir denn mal hin? Können wir uns hier am Stein verstecken? Das nützt nicht viel, ne? Na, wir springen mal dahin. Da geht's hin, okay. Wer ist als nächstes dran? Sie da hinten? Ach so. Oder auch nicht? Warte mal, ich sehe den gar nicht. Na gut, wir müssen erstmal nach vorne kommen, ne? These boots have seen everything. Wir können das alles nicht mehr benutzen, kann keine Zauber wirken. Umgang mit Ange... Wir können keine Zauber wirken, weil ich jetzt diese Brust angezogen habe? Really? Ich sag da nichts zu. 30% nur? Das ist ja wenig. Ja. Hätte ich mir jetzt ehrlich gesagt denken können, dass das nicht trifft. Schwung. Nahkampf. Zweithand. Mit einer Fackel. Alles super nutzlos. Aktion. Ach so, weil sie keine Aktion mehr hat. Aber sie hat noch viel Leben, ne? Dann kann sie ja vielleicht mal hier hochspringen und steht vor ihm. Okay. Und was macht sie? Spurten. Hilft sie uns, oder? Ja, ne? Durchschnaufen. Sie heilt sich erstmal. Das ist sehr gut. Okay. Jetzt ist er dran. 65%. Er ist bedroht. Bis 7, 4 bis 9. 2 Züge. Ich hoffe, das klappt. Ja, das ist schon mal gut. Bleib aus der Sichtlinie von Feinden, wenn du schleichst, um getarnt zu bleiben. Umschalten links, dann sehe ich das. Das heißt, er müsste irgendwo anders hinlaufen. Kann er irgendwo noch hinlaufen? Nee, ne? Er müsste springen. Ja gut, dann nützt mir das alles gar nichts. Ey. Okay, alle leben noch. Bis jetzt leben noch alle. Darüber bin ich schon happy genug. Sagen wir happy. Sagen wir, ich bin happy darüber. Springen können wir auch nicht, ne? Aber er kann... Achso, er kann auch keinen Trank nehmen, weil er keinen hat. Traumhaft! Hat sie das gemacht? Wow, das war richtig stark. Können wir irgendwie hier hinspringen? Wir sind immer noch nachteilig. Auch so. Wie viel hat sie noch? Scheiße, warum sind wir so kacke im Nachteil? Ich muss unbedingt diese Rüstung ausziehen, ne? Das nervt mich richtig. Okay, aber der da lebt noch, der kriegt jetzt irgendwie... Was kriegt er denn mal? Irgendwas in die Fresse. Improvisierter Nahkampf. 2 bis 7, 2 bis 9, wie sieht's aus? 3.
Was ist denn der Nachteil? Ziel zu nah. Wir könnten einfach da drüben hingehen. Nutzt mir das. 55. Vielleicht haben wir Glück. Oh, nein, natürlich nicht. Okay. Das heißt, das geht gar nicht. Ziel ist zu nah. Keine Ahnung. Dann kriegt der einfach einen normalen Angriff. Ja. Und wir können mal da drüben hinspringen. Ist er fast tot? Naja, geht so. Fehlt nicht irgendwer von mir? 1, 2, 3. Das da drüben ist doch die andere. Er ist da. Wo ist er? Ach so, da im Gebüsch. Okay, ja, ja, verstehe. Ja, du bist durch. Sehr gut. Ey, kick mich mal bitte nicht weg. Was ist denn falsch mit dir? Eins. Traumhaft. Echt traumhaft. Ja, ach, ganz ehrlich, du kannst eigentlich mal da bleiben, ne? Weil du bist nämlich so low. Aber ich find's gut, dass sie mitmacht bei uns. Springen. Kann ich hier irgendwie in der Nähe springen? Nicht genügend Bewegung. Ich sehe leider gerade nicht, wo wir hinspringen können. Warte mal, ich kann doch... So. Das sieht aus wie super nah. Warte, hier ging es doch eben irgendwo. Wie viel hat die noch? 7. Nachteil. Immer noch wegen meiner... Ich werde noch wahnsinnig wegen dieser Fick-Ausrüstung. Kann ich die wechseln? Inventar? Das ist eine Hauptaktion, ne? Ja, können wir erst nächste Runde. Dann machen wir das nächste Runde. Oder wenn der da gleich tot ist. Okay, 5% sind 5%. Wir nehmen lieber die 55. 3 immerhin. Und wir springen mal irgendwie dahin. Keine Ahnung, ob das hilft. Klaffende Wunden. Hinterhältiger Angriff. Let's play. Ja, sehr gut. Alle kriegen 15 EP. Tagebuch aktualisiert. Warte mal, wo ist denn der? Da. Wir nehmen alles und wir müssen auf jeden Fall jetzt... Kann ich das hier irgendwie... Das hat irgendjemand an. 11. Was haben wir noch? 13. 14 ist der Nachteil. Das wollen wir nicht. Wir nehmen einfach das da. Warte mal, wo war denn das? Hier war das mit allen. Hat irgendjemand jetzt keine Brust an oder haben wir einfach nur getauscht? Wir haben einfach nur getauscht, ne? Und du hast jetzt die Nachteilgeschichte an, ne? Nimm das. Das sieht vielleicht schöner aus. Die sehen gleich hübsch aus, ne? Okay. Okay, das heißt aber, jetzt kann ich wenigstens wieder zaubern. Das war ja richtig kacke, dass wir das nicht konnten. Oh, warte. Bitte einmal dahin gehen und looten. Das sind andere, ne? Da, wo wir eben waren. Kurzbogen nehmen wir mit. Da, wo wir eben waren, das waren ja andere. Das checke ich jetzt auch erst. Ja, lass mich kurz erst looten. Wir speichern mal eben. The tadpole hasn't yet scrambled all your senses. Auspicious.
But the longer we wait, the more it consumes. My people possess the cure for this infection. I must find a crash. You will join me. Wieso kommen wir mit? Was genau ist eine Krippe? Ja, reisen wir zusammen und suchen diese Krippe. It is many things. A hatchery, a training grounds, a shelter. Githyanki protocol is clear. When infected with a Geth tadpole, we must report to Augusto for purification. Okay, reisen wir zusammen, aber... Dismiss your weakest warrior. Very well. But heed my words. The Horned Ones mentioned a camp. One there, this Zoru, has seen Githyanki. A crash must be near. I must interrogate this Zoru. Our very lives depend on it. Also Schattenherzen sie. Do not keep me waiting. Die mögen sich nicht. Oder Schattenherz mag sie nicht. Schattenherz ist sie. Klerikerin ist, würde ich sagen, von meinem Team die wichtigste Person, die wir dabei haben, weil sie ein bisschen heilen kann, wenn sie denn heilen kann. Wenn sie denn mal gerade noch Punkte hat. Ja, Main Char, klar. Er als Magier ist halt auch ziemlich nice. Ich weiß jetzt nicht. Verzeihung, ob wir ihn gegen sie tauschen sollten oder ob wir ihn halt behalten. Da bin ich mir jetzt noch nicht so sicher, was sinnvoll und gut ist. Wir speichern noch mal kurz. Ich weiß halt nicht, was besser ist. Sehe ich das richtig, dass mein Stream gerade eingefroren ist? Ich weiß nicht, ob ihr mich noch hört. Ich hoffe, es klappt jetzt wieder und man sieht wieder alles. Ja, irgendwie war es laggy. Keine Ahnung. Warum ist es jetzt... Ist es immer noch laggy? Nein, ich glaube, es geht, oder? Ich hoffe, es geht wieder. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwas verpasst habt. Also, wir haben sie ins Lager geschickt und ich habe überlegt, ob es sinnvoll ist, sie zu tauschen gegen einen von unseren. Ich würde sagen, die Klerikerin ist bei uns super sinnvoll. Also die Schattenherz, genau. Aber die mag die andere nicht. Deswegen weiß ich ehrlich gesagt nicht, was sinnvoll ist. Und ich weiß auch nicht, warum es immer noch so laggt und warum wir sogar Standbilder haben. Zauber vorbereiten. Magier, Kleriker, Paladin und Druiden können ihre vorbereiteten Zauber außerhalb von Kämpfen jederzeit wechseln. K ist das Zauberbuch. Hexenmeister. Ja, das ist mein Trick, den ich gelernt habe oder den ich mir ausgesucht habe. Der ist halt Nahkampf, also, aber der ist ganz gut im Schaden und das ist richtig cool. Okay. Moving ahead. Ja, wir laufen mal dahin. Ich hoffe, dass jetzt alles irgendwie stabil bleibt und keine Standbilder mehr kommen oder... Ich weiß nicht, ob es die ganze Zeit so laggy ist. Vielleicht kann mal irgendjemand Rückmeldung geben, der hier gerade schreiben kann. Das sieht, also das, was ich auf jeden Fall hier sehe, sieht super laggy aus. Ich guck mal ganz kurz, ob ich irgendwie... was ich tun kann, damit es besser wird. Ich weiß es nicht. Ich habe auch sonst nichts weiter offen, also ich kann ja meinen Ordner nochmal schließen. Ja, ich weiß nicht. Ich hoffe, dass es... Ich versuche ein bisschen mehr darauf zu achten, wie laggy es ist, aber... Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass es geht, dass man halbwegs zuschauen kann. Warte mal, geh mal dahin. Können wir hier so stealthy sein? Verschleiert bleiben. Wer im Schatten schleicht, den entdeckt man nicht so leicht. Dein Mauszeiger gibt dir Auskunft über die Helligkeit einer bestimmten Person. Ja, die sind halt alle super hell. Da ist Wasser. Keine Ahnung, ich glaube... Nachteil durch Ausrüstung. Was haben wir denn schon wieder für Ausrüstung, die immer noch kacke ist? Warum haben wir denn immer noch ein Kettenhemd an? Warte mal, da, wir alle.
Sie hat 11, er hat 11 und sie hat 11. Irgendwo hatten wir doch schwere Rüstung. Mittlere Rüstung. Leichte Rüstung. Das heißt, sie kann mittlere Rüstung tragen. Okay, dann darf sie das also behalten und wir nehmen da... Okay, jetzt müsste ich aber hoffentlich... Warte, wir speichern. Mit ihr mal. Ja, wir haben einen Vorteil. Und wir können mal gucken. Warte mal, was macht das? Das macht 2 bis 9. 1 bis 10. Das hat 2 Züge. Was macht halt schon fett Schaden, ne? Wenn es gut läuft. Na, wir nehmen mal das. Fehlschlag? Wir hatten 91% und das ist trotzdem fehlgeschlagen. Wow. Wir sind aber auch immer noch nicht im Kampf, ne? Weil wir... Jetzt sind wir im Kampf. Wow. Okay. Naja, gut. Dann fangen wir trotzdem nochmal an. Wir versuchen es nochmal. Verängstigt. Das sieht schon mal sehr gut aus. Das wäre eine Bonusaktion. Das würde voraussetzen, dass wir da hinlaufen können. Wir kommen aber, glaube ich, nicht so weit. Nee, wir kommen nicht so weit. Aber wir laufen mal so weit, wie es geht. Have to keep going. Dass ich auf jeden Fall mit dem Char vorne stehe. Eintauchen, Wasser, weiß ich nicht, was mir das hilft. Okay, wir switchen einfach mal. Der nächste, bitte. Spurte mal hierher. Das ist ja nicht so weit gespurtet gewesen. Kritischer Fehlschlag, aber wir stehen trotzdem in der Pfütze, ne? Säure, ja, das dachte ich mir. Kann ich da raus? Warum bin ich denn hier nochmal dran? Aber wir... Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall will ich aus der Säure raus. Können wir da hinspringen oder so? Da drauf? Nö, das nützt mir nichts. Okay, dann gehen wir einfach mal dahin. Und ich würde gerne das da machen. 45% ist auch nicht so viel. Okay, reicht aber noch. Sehr, sehr gut. Das müssen wir auch alles, einfach nur, weil wir hier gerade stehen. Warte mal, wo sind denn die anderen? Da unten stehen irgendwelche, aber da kommen wir jetzt eh nicht dran. Wir könnten aber mal, können wir irgendwo hochspringen oder so? Oder einfach minus 3 TP liegen, weil es zu hoch ist? Oder nicht genügend Bewegungsradius? Ging es hier gerade irgendwo? Versuchen wir es mal. Okay. Next, bitte. Sind die anderen noch nicht im Kampf? Was ist mit ihm? Komm mal bitte dahin. Was ist denn da los? Ja, das machen wir auf jeden Fall. Geh mal bitte dahin. Ja, Kampf beigetreten. Und sie ist auch nicht mit im Kampf. Warum nicht? Ich würde gerne nicht auf mich selbst schießen, warte mal, wenn es ginge. Focus. Strike true. Fehlschlag. Naja, egal. Aber auf jeden Fall sind jetzt wenigstens alle dabei. Bei wem sind wir? Bei ihr. Sie darf mitmachen. Sie hat schon scheinbar. Spring mal irgendwo hin. Springen? Geht nicht? Nein, geht nicht. Was ist da los? Ich weiß halt gerade nicht, wer dran ist. Er darf auf jeden Fall mitmachen. Fehlschlag. Warum schlägt das alles fehl? Ja, lauf euch aus. Lauf durch die Säure, das ist richtig gut. Okay. Hauptsache erstmal aus dem Kram da raus. Wer sind wir jetzt?
Was mit ihr ist, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Gelegenheitsangriff, Reaktion, keine Ahnung. So, ich würde gerne... Haben wir hier irgendwie sowas? Schwung auf ihn. Schaffen wir ihn? 3. Das kann auch Bonus sein, ne? Oder ist das dann nur... Cool. Das heißt, achso, das ist beides gewesen. Ja gut, dann ist es jetzt beides leider. Dann müssen wir das so hinnehmen. Auf Astarion, das ist okay. Der hat nämlich noch gut Leben. Hier nämlich nicht. Das hatte ich fast befürchtet. Wir müssen mich hier erstmal aufheben, kurz. Und dann können wir dann vielleicht immer noch irgendeinen Bonus machen. Nützt nicht so viel, ne? Verstecken, stoßen. Mal gucken, ob wir den schubsen können. Jawohl. Athletisch erfolgreich, aber wir sind gefangen. Getangelt, wollte ich gerade sagen. So. Was können wir denn mit ihr machen? Gar keinen Hauptangriff. Das ist nicht so nützlich. Stand die auch irgendwie in Flammen oder so? Ja, okay. Können wir schubsen? Kommen wir da dran? Nee. Sometimes the only way out is through. Nahkampf Zweithand. Mit der Fackel, ne? Ist ein bisschen schräg, dass wir damit angreifen können. Ich verstehe nicht, warum wir manchmal nicht beides wieder können. Ich dachte, man hat jeden Zug quasi einmal laufen, einmal Hauptaktion und einmal... Ach so, wir waren halb tot. Vergessen. Und einmal Bonusaktion. Aber scheinbar ist das erstmal unabhängig vom Rest. Und treffen wir den halt die ganze Zeit nicht. Wenigstens mal ein Crit. Immerhin. Prozent erfolgreich, traumhaft. Oh, darf er jetzt mitmachen? Warte, bitte nicht. Ja, bitte nicht. Warum lauft ihr denn alle durch die Säure? Oh Mann, warum? Verringert Bewegungsrate. Ich glaube, wir nehmen Feuerdings, ne? Das ist gut, das reicht mir schon. Jetzt machen wenigstens alle mit. Irgendwie haben wir die ganze Zeit nicht so richtig mitgemacht. Ich habe nicht verstanden, warum nicht. Aber wir nehmen jetzt erstmal einen Trank. Und mehr können wir nicht. Das heißt, wir beenden hier auch schon. Gale, ja, Gale ist auch noch halbwegs am Leben. Hier muss ich mal wieder hinlaufen. Aber das war daneben. Das ist sehr gut. Für mich. In diesem Fall. Ziel zu nah. Nachteil. Okay. Sie ist auch noch voll, ne? Dann gehen wir vielleicht mal hier hin. Okay, das heißt, wir müssen da normalerweise Rückzug machen. Kann ich jetzt trotzdem bitte da hinlaufen? Und jetzt würde ich gerne das da benutzen. 3, okay. Das soll... Naja, nehmen wir das. Okay. Und du bitte nochmal. Gut, wäre gut. Sehr, sehr schön. Da bin ich ja happy. So, Ziel zu weit entfernt. Was können wir denn? Wir müssen irgendwie so dahin, ne? Ich hätte es gerne ohne liegend. Sehr schön. Okay. Gaily Pale. Ganz vorne. Ganz vorne mit dabei. Oder warte mal, wir laufen erstmal so weit, wie es nur geht, ne? Was ist das denn? Die war da drüben, ne? Quickly. Da oben drüben, oben. Oben, oben. Okay. Da kommen wir aber nicht dran, oder? Muss im Vorteil sein, das sind wir nicht. Dann versuchen wir es nochmal mit der raffinierten Aktion, mit dem Spurt.
Schau mal, ob wir hier hinkommen. Dann versuchen wir es mal so weit, wie es geht, ne? Kommen wir gar nicht dran. Ja, dann betten wir den Zug. Nützt ja nichts. Springen können wir jetzt nicht mehr, das ist Trauma. Spurten können wir aber noch. Okay, Bonusaktion haben wir noch, nützt aber nichts, weil wir nämlich irgendwo hinkommen. Was macht sie? Ach, Gale, wie sieht's aus mit Gale 4? Das ist nicht mehr so viel. Ich weiß halt nicht, ob wir irgendwie da drüben hinspringen können. Ziel zu weit entfernt, Weg ist unterbrochen. Müssen halt alle rüberlaufen. Helfen. Ja, gut, nützt einfach nichts, ne? Wir können gar nichts mehr machen. Verstecken, Hilfe. Werfen, improvisiert, Spurt. Ja, dann spurte du bitte auch nochmal. So weit wie möglich. Okay. Ich will halt auch nicht, dass er jetzt irgendwie nach vorne kommt. Aber ich glaube, sie kommt dann eh noch nicht dran, oder? Schauen wir mal. Warum kommen wir da nicht hin? Step quick. Warte, da ging. Ja, dann springen wir mal dahin. Hüpfen mal bitte dahin. Haben wir jetzt noch einen Fernkampf? Kommen wir da dran? Niedrige Position. Sind wir hier irgendwie im Vorteil zufällig? Muss im Vorteil sein. Geht also nicht. Das hatte 55 und das hatte 45. Dann nehmen wir das. Und ich hoffe, ich treffe überhaupt. Ja, natürlich nicht. Life comes easy these days. With haste. Okay. Laufen ging. Aktion könnten wir noch. Machen wir mal. Oder können wir einfach. Wir können da nicht hüpfen, ne? Wir können schon wieder nicht hüpfen. Ist das ätzend. Wenn wir zu dicht dran sind. Naja, dann versuchen wir das. 55%. Immerhin. Das muss reichen. Ja, bitte. Jawoll. Selber schuld, wenn sie mich angreifen. Selber schuld.